Ah, kann er dann später haken, wenn er schon haken will. Toll machst du das. Sehr schön. So. Reste wegstellen. Dann kannst du sie mal loben, dafür, dass sie nicht zerstörerisch war. So, wasch mal bitte die Wäsche. Warum kann sie denn nicht jetzt schon irgendwo hinpieseln? Warum muss denn das immer so dringend werden? Mann, 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 ey. Dann so. Okay, das sieht gut aus. Ja, sieht immer noch gut aus. Yes. Feinwäsche. So. Dann kannst du noch schnell duschen und das hier mal sauber machen. Nein, das war das hier, das sauber gemacht werden musste. Ne? Super. Loben für ordentlich sein. Mit wem hat sie denn Freundschaft geschlossen? Ah, mit Nessa. Okay. Cool. Nimm sie Novavi. So, dann kannst du das in den Trockner tun. Nessa könnte eigentlich mal so, zeig mal, was haben wir denn hier noch so Schönes? Eigentlich. Oh. Nee, nimm mal hier so eine Karotte. Und die. Ach so, okay. Was denn dann? Was können wir denn sonst anpflanzen? Kopfsalat. Das kann eigentlich nie schaden. Okay, soll er das Tier mal hochnehmen? Muss heute arbeiten? Stimmt. Ja. Von mir aus. So, saubere Wäsche einmal holen bitte und dann... Uch! Das war ich nicht. Und dann, ach so, Baby ist im, auf dem Grundstück. Das ist natürlich blöd. So, Flasche geben, Windeln wechseln, spielen und kuscheln. Das könntest du eigentlich machen, wenn du schon mal oben bist. Flasche geben. Kuscheln, spielen. Wie sieht es sonst so aus?
Ja, geht eigentlich. Ja, ja. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Oh, Akada. Zarila. Zarila Fessu. So, Hundchen rennt herum. Kannst du noch was machen? Herumrennen? Ja, ohne Schwingen Vollmond. Aber es ist doch gar nicht mehr Vollmond. Oliver, lass die Finger davon. Na gut. Ab heute können die Kiddies um Süßes oder Saures bitten. Okay. Da fällt mir doch gerade ein. Wir brauchen ja noch einen Schirm für Oliver. So, und dann hört es hoffentlich auf zu regnen. Sehr schön. Klatsch. Können die nicht kuscheln? Ach doch, können sie. Ja, sie muss zur Arbeit und Leon muss auch bald los. Muss man ein Kindermädchen engagieren. Ah, dann... Wo ist sie denn? Hier ist sie. Huch! Mach das mal. Ja, komm sofort aus dem faradayschen Käfig. Na gut. So. Ach, seit Ewigkeiten mal wieder... arbeiten gehen. Eieiei. Sie wünscht sich jetzt schon, ihn erfolgreich aufwachsen zu sehen? Das dauert noch 15 Tage. 15. Mach das mal noch fertig. Ja, er ist zurück und hat ein Souvenir und jede Menge Spaß gehabt. So. Oh Mist. Das Baby ist jetzt ganz alleine. Leon? Okay. Ich dachte schon. Wer will noch einen Hund adoptieren? Du hast doch schon einen Hund adoptiert. Musst du noch Hausaufgaben machen? Dann mach das und dann kannst du dir ein Kostüm anziehen. Bitte. Geht das nicht? Warum geht denn das jetzt nicht? Oh, Ubi, Vienica? Doch, da geht's. Erdenknabe, Diebklauen. Machen wir mal
Machen wir mal einen Piraten. Hast du das dann jetzt? Warum hat der einen Helm auf? Das war so... Ach, das ist ein Reiterhelm. Ach so. Da ist niemand zu Hause. Da ist niemand zu Hause. Da ist... Ach Mann, ey, warum ist denn da... Hier ist jemand jetzt zu Hause. Machst du fertig? So, jetzt nochmal bitte. So, stopp. Kostüm anziehen. Pirat. Könntest du dir bitte ein Kostüm anziehen? Ich werde gleich sauer. Warum geht denn das nicht? Ich will doch nur, dass der Junge ein Kostüm anzieht. Mehr nicht. Buggy. Buggy-Spiel. Ah, jetzt zieht er sich was Warmes an. Arg. Wen rufst du denn jetzt an? Ein Ferngespräch? Sag mal. Sonst geht's dir noch gut? Die Nachbarn sind doof. Kannst du hier um was Süßes oder Saures bitten? Prudence, beim Prudence-Haushalt. Nein, warum nicht? Gibt's doch nicht. Oh, jetzt habe ich ganz vergessen, Eleanors Geburtstag zu... feiern. Egal. Komm heim. Oh. Süß. Baby. Jetzt stockt das Spiel schon wieder. Ich treffe einfach... Oh. Mädchen. Hast du das Sagen in der Küche? Ein bisschen Paprika, Edelsüß, eine Prise Meersalz und eine Messerspitze Cayennepfeffer können jedem Gericht das gewisse Etwas verleihen. Im guten wie im schlechten Sinne. Mit einer Gewürzsammlerin kommt es halt immer auf die... Im Leben einer Gewürzsammlerin kommt es immer auf die richtige Würze an. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Jetzt will sie etwas im Wert von 250 Simoleons kaufen. Das kann sie machen. Vielleicht... Ich habe noch eine kleine Hoffnung. Vielleicht funktioniert das ja hier nicht, weil ich keine Kostümkiste habe. Außerdem wollte ich ja hier eh das Schaukelpferd mal umstellen. Dann stelle ich das Schaukelpferd mal hier hin. So, und ich wollte eine Kostümkiste. Spielzeug da, Kostümtruhe. So. Meckerkind.
Ja, wir hängen jetzt gleich ganz fest. Merkt man, dass mich das gerade ein bisschen nervt? Ich würde meinen Sohn ja gern süßes oder saures Chicken gehen lassen. Mariechen Funken möchte mit... Nein, ich bin verheiratet, blöde Troller. Hast du jetzt nicht... Nein. Arrgh. Nach der Ausgangssperre. Natürlich nicht. Schnüppchen. Er möchte nur noch ins Bett, das kann er tun. Schlafanzüge, schlafen. Was verdient sie jetzt? 32 die Stunde, okay. Morgen hat sie frei und übermorgen ist es... das Fest. So, sie will schlafen. Das kann sie machen. So, was machen wir denn jetzt mit dir, mein Kind? Hm? Mutti will dich mit der Kralle angreifen. Galt das eben seiner Schwester? Wenn ja, war das nicht nett. Einen Schaukelstuhl benutzen? Nein, du wirst sie noch nicht ins Kinderbett legen. Mit Eleanor wirst du ein bisschen schaukeln. Okay, und dann... wirst du ihr beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Du sollst ihr beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Danke. Nach Hause gehen. Hat sie sich wieder erschrocken, die Arme? Oh Mann. Armes Hundilein. Oh. Hundchen. Mir alle meinen Spielstand kaputt. So, sie macht jetzt ein Nickerchen. Das ist ein Zeichen. Hier mit dem ganzen Scheiß. So. Ich werde sie einkleiden und dann wahrscheinlich ins Bett bringen und wir sehen uns in meiner nächsten Aufnahmesession von den Sims 3 wieder. Over. Oh,